Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Marvin Reinhardt. Ich bin Redakteur bei der Funke Mediengruppe in Thüringen in der Lokalredaktion in Weimar. Und ich darf Sie heute durch einen ganz besonderen Abend begleiten. Hier auf dem Theaterplatz in Weimar soll es heute eine Großkundgebung geben, die ein breites Bündnis aus Künstlerinnen und Künstlern, aus Unternehmen und Kulturschaffenden auf die Beine stellen wird. Unter anderem wird hier auf der Bühne Martin Kohlstedt erwartet, Pianist und Klangkünstler aus Weimar. Es wird Grußworte geben von Ulrike Lorenz, der Präsidentin der Klassikstiftung, von BNT-Generalintendant Hasko Weber, von Achawa-Intendant Martin Kranz und von vielen, vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern, die hier mit Redebeiträgen und musikalischen Beiträgen heute Abend auf der Bühne erwartet werden. Los geht das Ganze um 18.45 Uhr und da sind wir dann mit dabei.